Es gibt, und schreibst du auf, jede, was nützlich, schreibst du auf. Es gibt drei Bewegungen in Arabia oder in ganz Koran. Drei Bewegungen von Lippen. Für die Leute, die ein bisschen Arabisch können, die wissen, was ist Haraka und was ist Sukun. Wissen, was Haraka? Ich gebe ungefähr für die Leute, die das wissen, inshallah. Haraka, das heißt Bewegung. Dieser Buchstabe bewegt sich mit Fatha oder Dhamma oder Kasra und gibt Sukun. Sukun, das heißt unbeweglich. Dieser kleine Kreis. Okay? Und Sukun. Wir haben drei Stellen von Lippen. Bei Fatha, die Lippen ganz normale Stelle. Wir sagen ä, bä, tä, tä, jä, o, so. Die Lippen immer normal. Geht nicht nach vorne, geht nicht nach hinten. Okay? Dann haben wir Dhamma, einen starken Kreis nach vorne. Starke Kreis. Dann sagen wir u, bu, hu, u. Wir sagen nicht b, h. Nein. Bu. Wir haben normale Stelle, dann haben wir einen starken Kreis nach vorne. Und dann kommt die Kasra. Die Kasra, die Harakat Kasra, die Unterkiefer nach unten zu ziehen. Gibt es einige Gelehrte, die sagen wie ein kleines Lächeln. Die Unterkiefer nach unten. I, bi, qi, hi, si. So ist die Bewegung von Lippen. Bei Sukun wie Fatha. Ab, as, aq. Wie Fatha. Diese Bewegung für den ganzen Koran, meine liebe Brüder und Schwestern. Diese Bewegung machen wir im ganzen Koran. Ja, da kiran al-ashab. Komm mutaaddiban.